Guten Morgen, Leute. Tag Nummer 3 aus Salzburg. Ich bin auch ein bisschen zerknautscht, kann man sagen. Man sieht doch im Hintergrund die ersten Vorbereitungen zum Auschecken. Wir fahren jetzt in die Akademie. Ich glaube, da wird auch sportliche Aktivität unsererseits stattfinden. Und Leute, ich war gefühlt eine Stunde außerhalb meines Schlafs im Hotel. Ja. Auf jeden Fall, ich packe das Ganze jetzt zusammen. Ist die Kurve schon angezogen, weil Sky kommt auch. Mit einer Interviewrunde stattfinden, bin ich auch mega, mega gespannt. Jetzt packe ich noch die Sache und dann jetzt mal zu einer anderen Location. Leute, ich muss eines sagen, ich habe fetten Respekt vor mir selbst. Ich war Erster. Bin ich auch schon am Stiesel. Hi, Dina Stiesel. Hi. Immer so süß. Hallo. Also, Aydin ist echt korrekt. Eigentlich, wie gesagt, wie die ganze Mannschaft. Was machst du, Dominik? Alles stabil bei dir? Du siehst so zerstört aus, was du feiern oder was? Benji, was geht? Ja. Bist du fit? Ja. Sehr schön. So Leute, angekommen, FC Red Bull Salzburg Akademie im Hintergrund. Sieht echt heftig aus, dieser ganze Komplex. Ich bin jetzt mega, mega gespannt. Die Jungs sind jetzt auch alle hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Benji, was geht? Alles gut? Nee. Hier nochmal kurz in der Nahaufnahme. Es ist ein echt heftiges Gebäude. Dort werden wir dann reingehen. Sehr, sehr schöner Rasen. Ich glaube, das sollte die U18 sein. Aber fleißig am Trainieren am Sonntagmorgen. Ich bin mega, mega gespannt, wie das ganze Training sein wird. Ich werde natürlich auch mitmachen und auch aufnehmen. Sehr, sehr schöner Rasen. Die Jungs beim Training, wie gesagt, dürfte die U18 sein. Da geht's echt zu. Oh, genau zum richtigen Moment aufgenommen. Wir werden wirklich Profis, wir schaffen den Sprung meistens von 100 Anna und dadurch schauen wir, dass die gute Ausbildung ist. Bildschirm an der Wand, an den Felder. Das ist jetzt so, da leuchtet dann auf dem Bildschirm ein Feld auf, dann muss der Sportler da hinrennen. Der anders, da wird jetzt dann die Geschicklichkeit aus der Dauerreaktion und so getestet. Eine von vielen Möglichkeiten. Bevor wir jetzt drüber schauen in die Eishallen, habt ihr schon mal gehört, was wir da auch noch haben? Alter! So was auch noch bitte. Alter. Diese Halle ist einzigartig. Heizung mit Bewässerung ist echt. Muss ich schon sagen, ich bin sprachlos. Und das gibt es in Österreich. Eigentlich nur hier, glaube ich. Süß, Leute, die Zukunft. Leute, guckt euch mal diesen Trainingsraum an. Und dann noch diese Aussicht. Ey, also ich bin echt sprachlos, fasziniert mich mega. So Leute, die Führung durch die FC Red Bull Salzburg Akademie ist jetzt durch. Ich muss echt sagen, so mega interessant. Es ist so ein heftiges Projekt, sagen wir so, oder Objekt. Die Trainingsbedingungen, die sind ja, die suchen wir österreichweit seinesgleichen. Das ist unglaublich. Es könnte jetzt ein bisschen lauter sein, dadurch jetzt, dass das Eishockey-Match ist. Wir gehen jetzt zur Kabine. Jetzt werden wir hart drangenommen. Ja, das wird dann für mich der Dominik mitfilmen. Mega gespannt. Bleibt einfach am Ball, Leute. So Leute, wir sind umgezogen. Jetzt geht's ab zum Training. Für die Übungen habe ich mir Dominik zu Hilfe genommen, damit ich die Übungen ohne Probleme mitmachen kann. Wird der Dominik für mich mitfilmen. Ja. Und ja, danke auf jeden Fall an Dominik. Gerne. Aber Dominik, nochmal, mach kurz Statement. Was sagst du zu dem ganzen Plex von FC Red Bull Salzburg der Akademie? Ist schon einzigartig, ne? Sieht man das auch oft in Deutschland? Nee, gar nicht. Also in diesem Format, muss ich echt sagen, ist es einzigartig und unglaublich. Das sind diese zwei Worte, die mir dazu einfallen. Ja. Sowas kenne ich in Deutschland nicht in dieser Form. Vielleicht ein bisschen kleiner gehalten, aber wenn man hier nicht Profi wird, wo dann? Ja, das ist echt, echt heftig.
unser Pato hier. Unser Edeltechniker, der Pato. You've gotta know that this ain't living, but we could run. And let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts forever. Ja. Der Moment, wenn der Kameramann besser trifft als die Spieler. Okay, bitte rausschneiden, danke. Der Moment, wenn der Kameramann besser ist, wie die Spieler selbst. Okay, bitte rausschneiden. Nö. Aber der ist eine Katze im Tor. I can't believe myself. Oh, Benji, this would be our end. But it's nothing new. Kaum spielen die Jungs halbe Stunde Fußball, schon sind sie alle platt. Wen im Gewinnerteam einfach dabei? Na, Pato? Pato ist durstig. Nee, ich sag nur für die Zuschauer, dass du durstig bist. Das ist alles bla bla bla, ist das doch. Fertig. Ah nein, Liegestütze. Liegestütze. Warum Liegestütze? Wir haben leider verloren, weil ich den Elfmeter leider verschossen habe. Es war viel zu viel Kribbeln im Körper. Ich dachte wirklich, den 90.000 Fans sehen mir zu. Und ja, ich habe die Nerven verloren, leider Gottes. Andres war der Bessere. Sein Team war das Bessere jetzt, aber wir kommen wieder. Jetzt los. Eins, zwei. Jetzt ist es nicht synchron bei euch, der Jungs. Drei. 4, 6, 7, 8. Warte, was machst du denn ganz genau? Egal, Bestrafung muss sein. So Leute, Training ist fertig. Also Trainer hat uns echt hart angenommen, wenn man das so sagen kann. Leider Gottes ist mit dem Spiel der Akku ausgegangen. Wir haben Elfmeterschießen verloren. Hat aber hat Spaß gemacht, ne? Ja. Man sieht aber, ey. Genau, wenn du deinen Elfmann reinhaust. Ja. Ich hab den Elfmeter leider verschossen, Leute. Ja. Ah ja, stimmt. Aiden hat auch verschossen. War der Beweis, ich sollte wieder mehr Sport machen. Und dann würde ich mal meinen, wir fahren jetzt ins Stadion. Da ist noch ein bisschen Training, dann kommt noch Skype. Interviewrunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Wir sehen uns dann im Stadion. Also nochmal ein großes Lob an die Jungs. Wir haben bis tief in die Nacht trainiert. Jetzt geht's weiter. Für mich heißt das jetzt Vorbereitung für das Interview. Andreas, unser Kapitän. Was sagst du zur aktuellen Lage der Mannschaft? Die Lage ist sehr gut. Wir haben das Fußballtraining, Fußballmatch gehabt. War anstrengend, ne?
wirklich auch. Ich hab in diesem. So in dem Trainingslager habe ich gelernt, weil Leute, egal ob Part du bringst, egal ob du Part im Team hast, das Team verliert. Also, das ist das einfach. Das wird rausgeschnitten, Leute. Eigentlich, Andres, ziemlicher Widerspruch, weil im Plexin bin ich, glaube ich, das Maß aller Dinge in Österreich, in der österreichischen FIFA-Welt. Muss ich schon ein bisschen abgehoben wirken, ne? Also Leute, heute ist wieder mal soweit. Wenn ihr aussuchen könnt, für was entscheidet ihr euch? Ich denke, ihr wisst, für was ich mich entscheide. Echt, das ist so gut, Leute. Da ist schon mein Kamerabrudi. So Leute, die Vorbereitung ist schon im vollen Gange. Die Jungs trainieren nicht nur, sondern es wird auch für den Red Bull-Kanal aufgenommen. Ich habe da schon mal ein kleines Briefing. Ich muss wirklich ehrlich zu euch sein, für mich auch alles Neuland. Es ist so spannend. Man wird nicht müde, weil es einfach, ja, weiß nicht, jede Stunde kommt etwas Neues. Kurzum, was ich euch damit sagen möchte, ist eine mega, mega Erfahrung. Deswegen nochmal danke an euch, Leute. Und auch danke an den FC Red Bull Salzburg für das Vertrauen. Ich muss mal an die frische Luft. Stell dich mal kurz vor. So Leute, mein Interview ist fertig. Ich muss echt zugeben, ich war mega nervös. Ich habe extrem viele Versuche benötigt, um eine Frage dann wirklich flüssig beantworten zu können. Da merkt man, ja, ich bin ein YouTube-Creator. Also ich schneide, ich kann dir noch alles zurechtschneiden. Ich sehe da zum Beispiel in meinen Aufnahmen nicht, wie viele Versuche ich brauche. Ich brauche ab und zu sogar für meine Begrüßungen 4-5 Mal. Das kann ich mir dann immer schön zurechtschneiden. Wäre mein Freund Bobby dabei gewesen, glaube ich, hätte ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt. Aber jetzt noch mal kurz ernst gemeint. Es ist echt krass, wie viel ich in diesen 3 Tagen lerne, beziehungsweise bereits schon gelernt habe. Ich bin überglücklich. Wirklich. Ich habe es vorher schon gesagt, nur durch euch ist das möglich, ne? Danke euch dafür. Die Session ist noch im vollen Gange. Ich habe mein Interview hinter mir. Andres hat das Interview hinter sich und jetzt kommt Sercan dran. Letztjähriger Champion. So Leute, wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende angekommen vom E-Bundesliga-Trainingscamp bei FC Red Bull Salzburg. Auf jeden Fall hier nochmal ein fettes... Was ist mit ihm? Auf jeden Fall auch an Meini. Grüße gehen raus an dich. Danke nochmal für alles, mein Lieber. Fazit von dem Ganzen, es hat mega, mega Spaß gemacht. Man hat an und für sich gemerkt, von Tag 1 bis Tag 3, auch das Teambuilding, der Teamgedanke, der ist so rapide nach oben gegangen. Tag 1 war eher so abtastend. Ich habe es auch bei mir gemerkt. Ich habe so, wenn ich Vlog gemacht habe, ich habe es eher so geflüstert oder sonstiges. Und jetzt rede ich einfach so frei Schnauze. Ich muss das Team nochmal in den höchsten Tönen loben. Die haben wirklich gut durchgezogen, sehr viel trainiert. Auch jetzt noch, während wir die Interviews gehalten haben, haben sie im Hintergrund noch sehr, sehr fleißig trainiert und gespielt. So Leute, das wird jetzt vorerst die letzte Szene sein mit den ganzen Jungs. Ich appelliere nochmal, checkt die alle aus. Die Social Media Kanäle, jedes einzelne, sind natürlich in meiner Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall Benji Brasco. Hat mich mega gefreut. Wir fahren auch gemeinsam Zug, Kapitän. Olé. Ja, Olé. Harun, hat mich mega gefreut. Auch Aydin, hat Spaß gemacht. Und nochmal danke, dass du den Prank mitgemacht hast. Leute, wer den Prank noch nicht gesehen hat, Vlog Nummer 2, check das aus. Auch an Sandro, hat mir mega Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und Sercan, Champ. Danke ja. Für den Prank. Ja, Leute. Der Prank, der war wirklich genial. Der ist noch nicht auf meinem Kanal, aber ich bin gespannt auf eure Kommentare. Hinterlasst gerne auch auf diesem Video Feedback. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, jetzt Vlog Nummer 3. Ich denke, von Tag zu Tag bin ich irgendwie sicherer geworden. Ich hoffe, ich kann euch das Ganze auch quasi rüberbringen. Mir hat Spaß gemacht. Wenn ihr wirklich Bock habt, dass ich mehr Vlogs mache, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ich bin gerade mega müde. Sport, jetzt noch Interview gehabt, das hat jetzt alles 2 Stunden gedauert. Also jetzt gehen wir noch etwas essen, wir haben noch nichts gegessen, bis auf Frühstück. Dann geht's ab nach Hause, dann kommt der Stream. 30 Spiele an einem Sonntagabend. Abfahrt, Leute. Sieht schön aus. Ist echt so.